ab geht's in den Wald. Oha, den Hochsitz, den hat's ja auch umgerissen. Guten Tag, liebe Wanderfreunde. Ich befinde mich hier in der Oberoher Heide. Und zwar geht es heute wieder auf den Heidschnuckenweg. Hier mitten in der Heide endete letztes Mal die Tour. Und zwar war das die Etappe 10. Und heute geht es auf die Etappe 11. Ich habe schon einen guten Kilometer Marsch hinter mir, nämlich vom Parkplatz, der etwas weiter entfernt liegt, hierher zu diesem Punkt, wo jetzt die 11. Etappe startet. Ja, wir haben es heute den 7.9.2024 und es ist jetzt ziemlich genau 11 Uhr. Ja, vor mir liegen 17 Kilometer. Die Etappe ist 17 Kilometer lang und es geht nach Weetzen. Ja, und ich nehme euch heute wieder mit. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's, Leute. Noch blüht die Heide zwar, aber die Strahlkraft der Pflanzen hat doch schon deutlich nachgelassen. Man merkt, dass der Sommer sich dem Ende nähert und der Herbst im Anmarsch ist. Obwohl wir heute wunderschönes Wetter haben, es wird heute sehr warm. Es sind jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Grad es wohl sind, also ich schätze mal 25 Grad werden es wohl schon sein. Es wird heute richtig warm. Um nicht zu sagen heiß, aber das ist, sind wohl auch so jetzt die letzten Sommertage, die wir hier haben. Deswegen muss ich das noch nutzen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die 11. Etappe von 13 insgesamt. Das heißt, wenn ich diese jetzt heute gelaufen bin, dann sind es nur noch 2 Etappen. Und nach Möglichkeit möchte ich dieses Jahr den Heidschnuckenweg noch abschließen. Das heißt, ich möchte die letzten beiden Etappen nach Möglichkeit dieses Jahr auch noch gehen. Ja, mal sehen, ob mir das gelingt. Das Problem, was ich jetzt immer habe, ist natürlich, als Hamburger habe ich immer einen recht langen Anfahrtsweg, um überhaupt zum Einstiegspunkt der Etappen zu gelangen. Also heute war ich ja auch wieder 1,5 Stunden unterwegs. Das waren gut 100 Kilometer, um hier erstmal herzukommen. Dazu kommt, dass diese Etappen jetzt in letzter Zeit immer noch ziemlich weit entfernt waren, auch vom Parkplatz. Und man auch schon immer ja, mindestens ein, wenn nicht sogar mehr Kilometer gehen musste, um überhaupt an den Startpunkt der Etappe zu kommen. Für den Endpunkt gilt übrigens genau das Gleiche.
um nachher übrigens wieder zum Wanderparkplatz zu kommen, muss ich am Ende der Strecke hier, also am Ende dieser 11. Etappe, einen Bus nehmen, beziehungsweise sogar zwei Busse, ich muss einmal umsteigen. Und diese Busse fahren am Wochenende an sich gar nicht, beziehungsweise man muss vorher das telefonisch anmelden, dass man fahren möchte. Sonst kann man das nämlich haben, dass der Bus gar nicht fährt. Ich meine, die haben ihre festen Fahrzeiten, aber wenn da keiner anruft, dann fährt der Bus gar nicht. Und man muss immer mindestens eine Stunde, bevor man fahren möchte, muss man dort telefonisch sich gemeldet haben und sagen, hallo, ich möchte heute um die und die Uhrzeit den Bus haben. Und nur dann kann man sich sicher sein, dass der Bus auch kommt. Ja, das heißt, ich darf auf gar keinen Fall vergessen, nachher den Anruf zu tätigen, denn sonst stehe ich da an der Bushaltestelle und niemand holt mich ab. Das wäre natürlich nicht gerade so günstig. Naja, schauen wir mal, ob das alles so klappt. Also das ist für mich auch Premiere, so einen Busruf zu nutzen. Bei uns in Hamburg, da fahren die Busse immer regelmäßig, da braucht man nichts anrufen. Naja, gucken wir mal. Ich denke mal, das wird klappen. Zurzeit ist das ja noch eine sehr schöne Landschaft, die ich hier durchwandere. Schöne Heidelandschaft. Also Heidegräser und auch andere Bepflanzung hier. Sehr schön. Ja, mal sehen, was mich noch alles erwartet. Und für diejenigen unter euch, die mich hauptsächlich wegen meiner Bergvideos folgen, denen kann ich nur sagen, ja, es kommen natürlich auch wieder Bergvideos. Allerdings, ich als Hamburger bin immer darauf angewiesen, Urlaub zu haben, um solche Touren dann überhaupt durchführen zu können. Aber die nächsten Urlaube sind in Planung und wie gesagt, es kommen auch wieder Bergvideos. Aber jetzt muss ich halt selber erstmal mit Wanderungen in der Nähe von Hamburg vorlieb nehmen. Und ja, ich suche mir da immer irgendwelche schönen Strecken aus, die ich selber möglichst noch nicht kenne und die für mich auch irgendwo interessant klingen. Und ich hoffe, naja, ich sag mal so, die Heide ist ein ganz schöner Ersatz. Wenn man schon nicht in den Bergen ist, dann ist das zumindest auch eine sehr schöne Naturlandschaft hier. Ab geht's in den Wald.
Oha, den Hochsitz, den hat's ja auch umgerissen. Ja, ob da der Baum raufgestürzt ist, man weiß es nicht. Ja, in der Heide ist es an sich nicht nötig, Wanderstiefel, also hohe Wanderstiefel zu tragen. Ich trage ja hier trotzdem meine Bergstiefel aus dem einfachen Grunde, weil ich zum einen selbst dran gewöhnt bleiben will an diese Stiefel und ja, damit die Stiefel sozusagen auch ein bisschen in Benutzung bleiben. Von daher, ich habe mich auch so sehr dran gewöhnt, da ich ja sehr oft in den Bergen unterwegs bin, dass ich da gar nicht mehr irgendwie so den Unterschied merke oder das Verlangen habe, da unbedingt jetzt andere oder leichtere Schuhe anziehen zu müssen. Insofern ist das für mich völlig in Ordnung. Wie immer bei Kreuzungen muss man aufpassen, dass man die richtige Abzweigung nimmt. Habe ich aber diesmal gemacht. Irgendwo ist hier wieder so ein gaußscher Vermessungspunkt. Den bin ich ja auf meinen Wanderungen jetzt auch schon des Öfteren begegnet.
Mistkäfer. So, Zeit für eine Mittagspause. Prost. Frisch gestärkt geht's jetzt weiter.
Ich habe übrigens festgestellt, dass ich mich vertan hatte mit der Kilometerangabe, was diese Etappe angeht. Die ist lediglich 12 Kilometer lang. Ich weiß auch nicht, wie ich da auf die 17 gekommen bin. Irgendwas hatte ich da wohl falsch geguckt. Naja, aber umso besser, da ich nun meine Berechnungen an sich auf 17 Kilometer ausgerichtet hatte, entspannt das die Lage natürlich noch mal deutlich, so dass ich Zeitprobleme auf jeden Fall nicht bekommen werde. Jetzt habe ich massig Zeit, weil der Bus, der kommt eh nicht früher, den ich übrigens noch anrufen muss. Da muss ich ja noch anrufen nachher. Aber der hat ja trotzdem seine festen Fahrzeiten. Also ich kann nicht sagen, hallo Bus, komm mal früher oder so. Das geht natürlich nicht. Also kann ich mir entsprechend viel Zeit lassen jetzt mit den Etappen oder mit dieser Etappe hier. Das ist natürlich ganz gut. Kann ich öfter noch mal eine Pause einlegen oder auch die Zeit nutzen, um bessere Filmaufnahmen zu machen. Nach links. So, in Wesen bin ich schon mal. Aber jetzt noch einen knappen Kilometer bis zum Endpunkt der Etappe.
hier ist der Endpunkt meiner 11. Etappe. Ja, das waren sie nun, die 14 Kilometer der 11. Etappe des Heidschnuckenweges. Ich muss sagen, war eine schöne Etappe, kann man so sagen. Vor allen Dingen die erste Hälfte ging schön durch Heidegebiete. Die zweite Hälfte teilweise langgestreckte, gerade Wege, war nicht ganz so schön, aber alles in allem trotzdem eine, würde ich sagen, sehr lohnenswerte Etappe, die durchaus Spaß gebracht hat. Und ja, für mich endet der Weg jetzt hier noch nicht an dieser Stelle. Ich muss ja gleich noch zur Haltestelle, wo mein Bus mich dann abholt. Ja, ich verabschiede mich aber von euch hier an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hinterlasst doch ein Abo. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye.